Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2, wo wir heute mit den LKWs ein bisschen rumspielen. So, wir werden jetzt nach und nach Fahrzeuge verkaufen. Denn, ja, wir haben hier erheblich die Mengen erhöht, die hier gebracht und abgeholt werden können. Das heißt, wir können auf ganz viele Fahrzeuge verzichten, weil die A schneller fahren und B natürlich auch voller werden. Bricht natürlich jetzt alles ein bisschen zusammen, weil die LKWs dann auch länger warten müssen und die Anliefernden hier nicht durchkommen. Aber den hier können wir dann auf jeden Fall schon mal verkaufen, den nächsten nachfolgenden. Und ganz ehrlich, ich mag das. Genau so mag ich das. So, der liefert an. Gut, dass der durchkommt. Der auch. Ja, das kann natürlich auch dazu führen, dass jetzt mal kurzfristig das ein bisschen einbricht. Aber ja. So, hier dürfen wir auch einen Stau haben. Dann nehmen wir auch schon mal ein, zwei Fahrzeuge raus. So, da kommt der nächste. Das passt dann. Ja, und ihr seht es, ne? Geht ganz kurz, geht ein bisschen runter, aber sollte dann auch gleich wieder hochgehen. Was hier jetzt im Wesentlichen daran liegt, dass die Fahrzeuge hier vorne das alles blockieren. Und zwar auch die, die anliefern. Ja, und natürlich jetzt, genau jetzt, müssen die neuen Tank-LKW kommen. Es war eigentlich klar, oder? Es war so klar und diejenigen, die heute das Spiel in- und auswendig kennen, die wussten das natürlich. Ah, es ist ärgerlich. Ich hätte große Lust, das jetzt schon wieder zu ändern, nur aus Protest. Aber weißt du was? Wir machen das aus Protest. Ich hätte... Ja. Wir machen das jetzt aber linienweise, komm. So. So, großer Tank-LW. Zack. Und was wir hier auf jeden Fall machen sollten, das habt ihr bestimmt schon 100 Mal kommentiert, damit die hier besser durchfahren können. Und es auch besser funktioniert, was wir hier gerade machen. Würde ich sagen, wir setzen mal kurz hier noch Güterplattform dran. Wir haben ja noch so einen wunderschönen Platz hier bis zur Bahnstrecke. So, dann kommen die durch hier, die werden vollgeladen. So, dann können wir die auch schon mal wechseln, glaube ich. Gut. Ne? Also ich will nicht wissen, was das vorher war. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen Punkt noch erreicht. Wir haben ja sehr viel Emissionsausdünstung hier, durch das immer in der Stadt fahren. So, da kommt der Leere. Der wartet jetzt dann auf das Nächste. Das heißt, der müsste dann gleich fahren hier, damit das passt. Und dann müssten wir da hinten wahrscheinlich auch nochmal einen Stau beheben. So, hier ist die Anlieferstelle, das geht eigentlich. Den hier fahren die in die Stadt rein. Schauen wir mal. Hier geht's noch und hier. Sieht's auch ganz gut aus. Wobei hier fast schon ein bisschen viel ist. Und hier ist natürlich viel zu viel.
Und da kommt schon wieder der nächste. Was man da einsparen kann an Fahrzeugen, ist natürlich auch gewaltig. Guckt euch das mal an. Aber eh klar, ne? Die fahren deutlich schneller, können 35 mal so viel mitnehmen. Schon ist es hier auf der Strecke viel ruhiger. Der war voll, sehr gut. Der fährt leer, holt die nächsten. Hier sehe ich bald auch, dass wir den auch verkaufen können. Weil hier kommt der nächste. So. Gut. Etwas ist gerade runtergegangen, klar. Hier sieht es ganz gut aus. Noch. So, der ist noch damit beschäftigt, vollzulaufen. Hier käme schon wieder der nächste. Das heißt, wahrscheinlich können wir den hier auch noch verkaufen. Ja, was wir da an Fahrzeugen eingespart haben, ist Wahnsinn. Bei verbleibender 100% abholen. So, jetzt ist der voll und der nächste kommt sofort rein. Das passt. Eventuell doch einer zu wenig. Mal gucken. So. Nee, der bleibt dann auch nochmal stehen. Okay. So, nun ist der gefahren, obwohl er noch nicht voll ist. Oder? Warte mal. Ich hab falsch geguckt, der ist voll, ja. Und jetzt wird der voll. Aber der wartet noch, das heißt, wir können den hier wahrscheinlich verkaufen. Wenn man so große LKWs hat, mit 30 Einheiten, kann man fast schon wieder einen Zug nehmen, aber das möchte ich halt nicht. So, und hier sieht es perfekt aus, ne? Der eine kommt raus, der andere fährt rein. Wir gucken mal kurz. Oh, der hat aber hier die Kabine runter. Boah, was ist mit dem denn los? Wenn es beladen wird und kommt Druck drauf, müsste er vorne hochgehen, ne? Okay, wartet auch. Und da kommt der nächste. Also das sieht ganz gut aus. Fährt auch langsam wieder hoch, das passt. Der ist voll und hier kommt der nächste. Das sieht auch gut aus. Eventuell haben wir hier noch zu viel bei der Abholung. Das können wir dann später schauen. Gut, und insgesamt müsste sich das natürlich auch positiv auf die Strecken... auf die Streckeneinnahmen auswirken. Zum einen halt nicht mehr diese teuren Milliarden von Fahrzeugen. Die Menge, wie gesagt, ihr seht, die bleibt relativ gleich. Die Kosten müssten sinken, der Umsatz müsste steigen. Wir schauen mal. So, haben wir das modernisiert. Wir sind ja so langsam durch hier mit Modernisieren. Dann hätten wir hier noch ja, die Ölzüge. Und Brote. Was ist, warum ist denn hier so ein alter Brotzug noch da drin? Haben wir den beim letzten Mal nicht gesehen. Das ist ja hier der Zug, der nach Herbolzheim... Achso, da wollten wir noch warten, weil wir nicht wissen, wie, wie das hier in Geisenheim verteilt wird. 142, sieht aber ganz gut aus, nur voll wird er eh nie, ne? Also doch, jetzt wird er auch voll, okay. Dann nehme ich das auch zurück, würde ich sagen, wir modernisieren mal kurz die Strecke mit schnellen Gleisen und Oberleitung. Da freut er sich, dass er neue Schienen kriegt, hört ihr? Schön. So. Mal hier. Guck mal. So, gucke. So. Warum hat er denn jetzt keine... Ich hatte doch Oberleitung angehakt. Oder nicht? Ach nee, das war ja... Ach, hier geht das ja nur in... Ach, ja. Hm. Die Frage ist natürlich, braucht der denn noch mehr? Und in was sollten wir den verändern? Und wird der immer voll? Sieht so aus, als könnten wir auf jeden Fall
dem ein bisschen mehr abverlangen hier, unserem Brotzug. So, das heißt, elektrisch, Krokodil. Ja, oder die V90, ne? So als schöner Ersatz für den hier. Ich würde mal gerne gucken, kann man hier noch sehen, wie viel Power der hat? 580 und Kilowatt, die hat 809. Ja, auch schön für so einen Nebenzug, aber ich sehe ehrlich gesagt dann doch eher mal hier sowas Schickes. Beziehungsweise die, aber ich will die nicht nehmen. Komm. Nehmen die. So, 90. Und dann Brotwagen mit 80. Wir nehmen die guten dann. Bis jetzt hatten wir 96. Der Zug fährt einen kleinen Tick schneller. Weil er mehr Leistung hat. Wir nehmen mal 104, ja? Und ich freue mich, wenn wir demnächst dann hier, sagen wir mal, mit durch sind. Nicht, dass ich mich nicht freue, dass wir das weiterspielen, aber wenn wir hier mit durch sind, dass wir dann auch mit den ganzen fantastischen Mods spielen können, die wir im Livestream verwenden. Livestream auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Das ist wirklich auch eine ganz tolle Sache. Ihr wisst ja, ich liebe Mods. Das seht ihr auch an meinem fantastischen Skyrim-Projekt auf Gardero Deluxe Skyrim Plus. So, gucken wir mal, ob der... Ja, das sieht ganz gut aus, ne? Wir sind, der Zug ist jetzt ein bisschen länger, fährt ein bisschen häufiger, nimmt 104 jetzt mit, das sollte eigentlich passen. Und dadurch geht auch hier natürlich die Fabrik jetzt hoch, weil mehr abgeholt wird in den, wird in der Zeit. Gut. Haben wir den Zug auch ausgetauscht. Dann, genau, jetzt natürlich fehlen auch die Ölzüge Herbolzheim Zu- und Abführung 144, das ist dieses, der Zug ist ideal eigentlich, ne? Deswegen würde ich den fast genauso nochmal neu bauen. Allerdings mit den neuen Wagen. Weil schöner. So. Warum habe ich den jetzt ein bisschen kürzer gemacht? Erstens, der passt uns nicht in den Bahnhof rein. Zweitens, der Zug fährt jetzt etwas schneller, weil wir hatten bis jetzt eine Lok, die, glaube ich, 90 fahren kann, aber 80er Wagen dran. Jetzt haben wir eine Lok, die 90 fahren kann und 90 fährt. Und das heißt, der Zug wird etwas schneller unterwegs sein. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich, denke ich mal. So. Und hier ist auch wieder voll. Hier wird gewartet. Das sieht gut aus. Das ist natürlich der Nachteil. Ne? Je größer, je grobkörniger das ist, was hier an Fahrzeugen fährt, desto weniger fein kann man nivellieren. Ne? Das ist auch klar. So, dann haben wir hier. Das sind die Züge, die... Und der ICE ist verfügbar. Das wird natürlich jetzt super geil, weil den werden wir natürlich einsetzen, ist ja klar. Hier haben wir die Züge, die Bad Kissing und Co. mit Öl versorgen. Also nicht nur und Co., sondern Bad Kissing. Und in Bad Kissing haben wir keine Deckung. Das heißt, wir können diese Züge noch ein bisschen ausbauen. Stellt sich die Frage, mit was... ich würde sagen, wir setzen die... Wir ersetzen hier auch die Loks. Da würde ich wirklich dann diese Diesel-Lok nehmen. Und dann nehmen wir hier auch die... Fast eigentlich schon nur einen Zug setzen, ne? Aber naja. Machen wir mal so. Gut. So. Und dann bleibt noch als letzte Dampflokomotive im Rennen hier der Kornzug. Das ist der Kornzug
Ja, der von dem Feld hier oben, ne? Ihr seid wahrscheinlich wieder verwirrt. Das ist hier der von dem Feld hier oben. Das Korn ranschleppt. Und dann nehmen wir, weil das hier oben so ländlich ist, würde ich sagen, nehmen wir da auch nochmal eine V100. So, und dann den hier. Na, wir nehmen die schnelleren, komm. Der hat eine Kapazität im Moment von 56. Dann nehmen wir mal 52, weil schneller. Insgesamt. Na, Produktion könnte hochgehen, wenn wir mehr hätten. Wir haben hier aber nicht mehr, ne? Das ist das Problem. Sehr gut. Ja, und damit hätten wir wieder mal einen großen Schwungfahrzeug ausgesetzt, umgetauscht. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier zum Beispiel dann noch in Haldensleben uns das mal anschauen mit den mit dieser Triebwagenstrecke. War ja nie so wirklich gut. Macht jetzt halt Gewinn. Und deswegen gehen wir nochmal hier auf unseren schönen Bahnhof und gucken uns das weiter an. Und ja, eventuell dann in der nächsten Folge schon irgendwo mal Intercity einsetzen. Wäre cool, weil es ist einfach cool. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den Bahnimpressionen.